Und diesmal sehen wir, er lag am Boden. Er ist nicht irgendwie wieder weggeflogen oder so. Letztes Mal haben wir ihn wirklich besiegt. Wir haben es geschafft. Passt auf! Lauft! Er verschwand. Was um alles Welt geht hier vor? Was alles in der Welt geht hier vor? Eine enorme Energiemenge wurde bei der Befreiung von Daos freigesetzt. Die muss das ganze Gebiet hier destabilisiert haben. Wir werden lebendig begraben. Wow. Geilung. Oh, Chris Morrison. Was geht hier vor? Master Tristan. Wir müssen schnell hier raus. Okay. Bam. Seiner letzten Kraft beraubt, verschwindet Daos inmitten des feurigen Grabes der anstürzenden Katakomben. Einige Tage später also. Jetzt haben wir wirklich das Ende erreicht. Klaus der Beschwörer. Und Amber die Magierin? Wissen, dass die Zeit gekommen ist, von ihren Freunden, die sie in schweren Zeiten begleiteten, Abschied zu nehmen. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Ja. Lasst uns nach Tor gehen, Amber. Vergesst mich nicht. Ich werde euch niemals vergessen. Heul. Mint, wein doch nicht. Wir hätten uns doch niemals treffen sollen. Aber es ist passiert. Daher sollten wir uns doch über diese nicht mögliche Begegnung freuen, oder nicht? Ich denke schon. Hahaha. Sieh mich an, ich versuche eine unmögliche Situation zu erklären. Klaus, Amber, passt auf euch auf. Du auch. Wein. Leb wohl. Und da gehen sie hin. Was zum alles in der Welt? Da! Ein Meteor. Meteorstorm! Vorbei. Puh, und ich dachte, wir sind in Sicherheit. Was war das eben? Zeitreise! Geschafft! Trinicus D. Morrison, Haus, genau wie geplant. Der Blitz einer Zeitreise. Und wer seid ihr? Ich bin Hardison. Ich bin im Auftrag des Königs von Alvanista 50 Jahre in der Zukunft zurückgereist. Wirklich? Ihr kommt aus der Zukunft? Es ist schon einige Jahre vergangen, seit Daos in unserer Zeit erschienen ist. Die Welt befindet sich am Abgrund der Zerstörung und ist unsere einzige Hoffnung. Steckt Daos unter diesen Meteoriten? Das würde mich nicht überraschen. Er hat ohne Zweifel Angst, dass ich euch aus der Vergangenheit mitbringe. Also versucht er als erster zuzuschlagen. Aber es ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also Daos wäre tot. Wir müssen schon etwas unternehmen. Lass uns in die Zukunft reisen. Scheinbar war es doch für ein Leben wohl zu früh. Ja. 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 Dieses Mal bin ich wohl der im Weg ist. Ich werde hier bleiben. Und ihr kommt besser in einem Stück zurück. Das werden wir. Du bist auch hier, Chester. Du hast es fast. Er sieht so schwach aus. Ich glaube nicht, dass er dem gewachsen ist. Wohin hält sie sich eigentlich? Das reicht, Chester. Nicht streiten, bitte. Na
Naja, schon gut. Nur dann versuch Schritt zu halten und rüttel nicht bloß drum. Chester, nimm es einfach nicht krumm. Sie meint es wirklich gut. Ja, ja, ja. Zuerst ist also die Schreitmaschine. Hauptsystem aktiviert, Bierraum wird überprüft. Hey, Ich hab ihn gerade gesprochen, das ist gerade gar nicht so lange her. Hinaufcomputer, willkommen im Rast. Was? Ich versorge Systeme von ganz Tor, bitte Order auswählen. Wir sind hier, um durch die Zeit zu reisen. Stimmerkennung aktiviert, Zeitpunkttreiber aktiviert, prüfe Antigravitationsenergie. Energie bestätigt, begebt die Anzahl der Jahre in Bezug zur Gegenwart an. Es sind genau 50 Jahre von nun an. Der Ort ist das zukünftige Toltus. Stimmbefehl akzeptiert, Sicherheitsvorgaben für Raumkoordination, Koordinaten des Verteidigungs überprüft, Start der Hauptvorgang. Reisende begeben sich bitte auf die gezeichneten Positionen, dann mal los. Reisende bestätigt, Antimaterie-Energie freigesetzt. Wurmloch generiert, kleines Universum bestätigt, Operationssysteme für Zeitsprung aufgerührt, Zeitsprung wird ausgeführt. Und wir reisen wieder durch die Zeit. Und diesmal noch weiter in die Zukunft. Ja, in diesem Spiel gibt es drei Zeitperioden. Einmal die Gegenwart, 100 Jahre in die Vergangenheit und 50 Jahre in die Zukunft. Und ich überlege gerade, konnte man später frei drin rumreisen? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Bestätige, Prozess abgeschlossen. Ich bin mir gerade echt nicht so sicher, ob man da wirklich nochmal zurückreisen konnte und sowas. Oder bleiben wir jetzt bis zum Ende des Spiels in der Zukunft? Ach, sehen wir ja schon. Wir sind nun im zukünftigen Toltus. Doch, es hat einen anderen Namen. Es heißt nicht Toltus, sondern... Ja? Ist dies das Toltus der Zukunft? Das ist der Ort Miguel. Sie haben den Ort nach meinem Vater benannt? Aus irgendeinem Grund greift Daus nicht Südeuklid an. Ihr sollt also in Sicherheit sein, solange dieses Gebiet nicht verlasst. Blieb Venezia verschont? Ja. Wir sollten zuerst ein Schiff nach Alvanista nehmen. Ihr solltet mit dem König sprechen. Ich gehe nach Venezia und nehme von dort aus ein Schiff nach Alvanista. Trefft mich dort, sobald ihr hier fertig seid. Ist Daus nicht unten? Also gut, damit wären wir zu fünft. Jupp, aber wir können mal nur vier. Aber das kann man ja frei auswählen. Wir sind nun in Miguel. So, und als allererstes möchte ich übernachten. Denn, ja, wenn wir übernachten, trainiert Chester heimlich in der Nacht. Um auf das Niveau der anderen zu sein. Chester, wie wäre es mit einer kleinen Pause? Chris. Du solltest da keine Gedanken darüber machen, was Ember gesagt hat. Ja, du hast wohl recht. Ich mache mir Sorgen um dich. Hm? Du und ich, wir haben immer zusammen mit Schwert und Bogen trainiert. Aber du bist stärker als ich geworden, weil du in einer anderen Zeit warst. Du bist jetzt richtig stark. Ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss dich wieder einholen. Hey Chris, träumst du manchmal von den Menschen, die in Toltus gelebt haben? Ja. In letzter Zeit träume ich jede Nacht von ihnen. Ich kann nicht schlafen, aber ich erinnere mich immer wieder an den Angriff auf unseren Ort. Aber wenn ich mir den Bogen spanne und schieße, gibt mir das ein bisschen Frieden zurück. Denn ich bin American. Chris, wusstest du das? Amy, sie mochte dich sehr. Level up. Harter Arbeiter. Ich glaube, er war davor auf Level 5, meine ich. Ich weiß gerade nicht so genau. Ich meine Level 5, 6 so in dem Dreh, meine ich, war er. Chester hält der Titel. Schütze. Durchs Level up halt. So, wenn wir jetzt mal schauen. Chester ist Level 21 schon mal. So, und ich glaube, das konnte man zweimal machen. Moment, mal kurz raus. Wieder rein. Ich meine, er hat auf jeden Fall noch so eine Szene.
wo er trainiert, wo er mit Amber spricht. Ja, okay, aber nicht hier. Wahrscheinlich kommt ihr noch ein bisschen später oder so, wenn man in einer anderen Stadt übernachtet. Machen wir das mal den Wunderkoch da. Ja, bin well, Botschafter. Ich habe Essen. Willst du Essen? Hier ist Essen. Ihr könnt Kartoffeleintopf. Richtig. Afrikanischer Kartoffeleintopf. Wieso afrikanisch? Ich weiß es nicht. Moment, mit dir wollte ich reden. Hallo. Sammlerstücke sammeln ist im Moment an der letzte Schrei. Möchtet ihr was über die Sammlerstücke erfahren? Ja. Wie der Name schon sagt, sind das Sammlerstück-Items, die man sammelt. Itemnamen, denen ein rotes X voransteht, sind Sammlerstücke. Sammlerstücke sind nur für fanatische Sammler gedacht. Daher bringen sie auch keinen hohen Preis an, wenn man sie verkauft. Aber sie lassen das Herz eines jeden fanatischen Sammlers Schellala schlagen. Jeder ist mit haben. Schwarze Karte halten. Jupp, damit können wir auch nachher noch ein bisschen was machen. Das Statue, die kann man nicht kann man kaufen. 100 Millionen Gold! Leck mich! Will ich nicht haben! So, davon kaufen wir noch ein bisschen was. Heiliges Licht. Da nicht. Davon ein paar. Moment, was? Okay, ich dachte schon, das wäre billiger geworden. Ich bei ihm guck ich mal. Das wäre gut. Das wäre gut. Das wäre gut. Ja, was geben wir denn? Du kriegst den Mana-Ring. Einfach mal, damit ihn jemand trägt. Ja, nehmen wir noch Krieger-Amulett für dich. So, jetzt brauche ich erstmal den Waffenladen. Wo ist denn der Waffenladen? Hier auf der rechten Seite. Da haben wir ihn doch sogar schon. Wasserfall. Moment, was bist du da hinten für einer? Müssen wir mal Beschwörungen an die getun werden wollen? Nein, wenn wir jetzt Einspruch zu finden. Ja, ja. Willkommen. Genau so ging das. Was? Das Schwert ist besser? 350, 315. Na, ich wollte eigentlich da reingehen. Auf Ausrüstung. Was? Bitte, wie stark? Kaufen. Oh, wie stark ist die denn, die Glefe? Nö. Hellebarde? Ah, die mache ich Hellebarde. 200, 210. Das wäre eigentlich stärker. Ja, den Bogen kriegst du. Zwei Sakralgewänder. Zwei Mithrilgewänder. Ein Kreuzhelm. Ein Spitzhut. Handschuhe. Müssen wir schauen. Damaskusschwert. Glefe. Oder wäre das mit Stechen? Da wäre mein. Ich sehe gleich, ich habe auch hier kein Geld dafür. Ich habe nur noch 9000. Was? Oh je. Ne, Mithrilgewand war nicht für dich. Das Schild war auch nicht. Der Kreuzhelm war für dich. Ja, die Handschuhe nicht. So. Das Sakralgewand. Nein. Nein. Da habe ich auch nichts Stärkeres. Das Sakralgewand. Spitzhut hast du schon. Mithrilgewand. So, du kriegst erstmal hier laminierten Bogen. Bäm, Angriff hoch. So, alle mal ein bisschen ausgerüstet. Es war teuer. Sehr teuer. Ich wollte auf Status gucken. Wie viel Verteidigung hat der eigentlich? 64, 76, 61, 57. Ja gut, das geht. Der ist ja nah dran an die anderen. Ja, geht. Ich könnte mal ein paar Sachen verkaufen eigentlich. Ich hab doch so viel. Was? Wie teuer? Wow. So eine Mech-Hellebarde kann ich auch sicher. Ja, davon habe ich ja zwei. Normale Hellebarde auch. Mir reicht, wenn ich eins von jedem Item habe. Einfach nur so zum Sammelzweck. Strohhut. Na, die verkaufe ich mal nicht. Aber die zwei Mithrilgewänder. Warum ich so viel Mithrilgewänder habe? Keine Ahnung. Ah, jetzt verkaufen wir davon. Agarloch. Ah, da war ja auch genau. Sonst habe ich wieder ein bisschen Geld. Viel zu viel Geld ausgegeben.
Ah, ich sehe gerade, ich mache eben einen kurzen Stopp. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die Stadt weiter erkunden. Bis dann. Tschüss.